Er war Junggeselle. Hatten doch kein Auto, hatte keinen Führerschein. Der wollte aufhören mit Lotto spielen. Da sagte ich noch zu dem, na, du bist ja wieder am Spielen, wolltest du aufhören. Dann, Wochen später, dann kam der und sagte, ich habe gewonnen. Sag ich, was hast du gewonnen? Ich habe Millionen gewonnen. Er wusste nicht genau. Er wollte mir es auch nicht genau sagen. Und nachher habe ich es aber erfahren, waren es 3,9 Millionen. Mein Name ist Herbert Reh, wohnhaft in Simmersbach. Verkaufsstelle ist auch in Simmersbach. Jetzt vor 47 Jahren, das war in der Gaststätte Dresden, da habe ich das erste Mal Lotto gemacht. Und nachher habe ich hier umgebaut und dann bin ich hierher gezogen mit dem Lotto. Auch einige Annahmestellen hatte ich, 7 oder 8 Stück. Das war viel Arbeit. Also morgens bin ich zur Arbeit gefahren und nachmittags hatte ich dann frei von der Firma aus. Dann bin ich die Annahmestelle abgefahren. Das war ein Haufen Arbeit. Das war ein bisschen Service, ja. Aber heute könnte ich das nicht mehr machen. Das sind auch Kunden, die schon Jahrzehnte zu mir kommen hier. Auch von anderen Ortschaften. Derjenige, der tippt, der gibt mir seinen Schein. Und ich deponiere den und tippe den halt. Wöchentlich oder monatlich oder wie es gerade so anfällt. Es waren einige Gewinne dabei. Und der höchste Gewinn war 3,9 Millionen. Mir hat es immer Spaß gemacht. Ich wollte es eigentlich machen bis zum 50. Jubiläum.